Jedes Jahr, meine Damen und Herren, ist es der goldenen Kamera von Hör zu ein besonderes Anliegen, in die Zukunft zu investieren und fantastische junge Talente auszuzeichnen. Großartige Menschen haben den Nachwuchspreis der Hör zu schon erhalten und sind damit anschließend in eine wirklich grandiose Karriere gestartet. Man kann wirklich sagen, die Jury der goldenen Kamera hat das immer mit einem unglaublichen Näschen bewiesen. Falls Sie einen Beweis brauchen, hier kommt er. Die Lilli Palmer Gedächtniskamera für Katja Riemann. Christiane Paul. Und jetzt gehe ich auf Anja Kling. Cosma Schieber-Hagen. Matthias Schweighöfer. Anneke Kind-Sarnau. Die Jury meint. Gut zu hören, was kann man den Enkeln irgendwann mal sagen? Denn dieses schwergewichtige Gerät soll Anerkennung und Dank sein für ihre hervorragenden künstlerischen Leistungen. Vielen Dank, freue mich wahnsinnig. Barbara Auer. Nina Koss. Ich habe noch nie in meinem Leben so geschwitzt wie heute Abend. Danke, vielen, vielen Dank. Liv Lisa Fries, ich darf dir die goldene Kamera überreichen. Anna Maria Höhe. Danke. Feiert schön. Gott, jetzt soll ich auch noch was sagen. Ich freue mich natürlich wahnsinnig und es ist eine Riesenehre für mich. Und hier sitzt sie, Anja Kling, zweifache goldene Kamerapreisträgerin. Ja, Anja, wenn man den Nachwuchspreis bekommt, da muss man eine Menge drauf haben. Zum Beispiel eigentlich vor einem Millionenpublikum relativ spontan auch Texte zitieren können. Aber keine Angst, ich habe was vorbereitet. Du weißt nichts, richtig? Ich weiß nichts. Ich würde so gerne Romeo und Julia mit dir lesen. Und zwar haben wir hier mal den 5. Aufzug, 21. Szene, eine ziemlich entscheidende Stelle. Wenn du vielleicht aufstehen magst dabei, weil es wird am Ende auch, sagen wir mal, körperlich. Ja? Und vielleicht ist es da ganz sinnvoll. Ich brauche eigentlich eine Brille. Ich habe es auswendig gelernt. Ich hoffe, ich erinnere mich. Ich fange an, ja? Du musst erstmal gucken. Erstmal, geh erstmal rein, komm erstmal rein, mach mal so ein bisschen auf Method Acting. Das ist alles mein Text. Dann kommst du und dann bist du schon so drauf, weißt du? Du bist schon irgendwie auch wild und verrückt auf mich, so die Nummer. Und dann komm ich wieder, ja? Und den Schluss verrate ich dir nicht, der ist süß. Bist du soweit? Bist du drin? Können wir? Ja, pass auf, also. Oh, so vergönne teure Heilige nun, dass auch die Lippen wie die Hände tun. Das könnte auch vom Brüderle sein. Voll Inbrunst beten sie zu dir, erhöre, dass Glaube nicht sich in Verzweiflung kehre. Warte. Jetzt bist du hier zu. Ja, warte, ich muss ja lesen. Du weißt, ein Heiliger, oh Gott, pflegt sich nicht zu regen, auch wenn er eine Bitte zugesteht. Du bist dran. Ach so. So reg dich, Holde, nicht, wie Heilige pflegen, derweil mein Mund dir nimmt, was er erfleht. Küsschen. Danke. Ja, so, also das muss man drauf haben, wenn man, vielen Dank, Anja, vielen Dank, das muss man drauf haben, wenn man den Nachwuchspreis der goldenen Kamera bekommen möchte. Ich habe hier auch noch mehr interessante Texte aus Romeo und Julia. Und vielleicht nehmen wir doch jetzt mal einen jungen Nachwuchsschauspieler. Sind Sie ein? Nein, sind Sie nicht. Das hätte ich mir auch im Prinzip denken können. Ich gehe mal hier weiter vor. Sitzen hier irgendwelche jungen Schauspieler? Sind Sie Schauspielerin? Nein. Nein? Sie sollten es vielleicht überlegen. Ich habe da die ein oder andere Möglichkeit, Sie unterzubringen. Sie geben mir einfach Telefonnummer und dann regeln wir das. Schauspieler nicht, Moderator, Schauspielerin? Ja. Auch? Ja? Wie heißen Sie? Stefanie. Stefanie. Und wer sind Sie? Sie sind der? Herr von der Gröben, Max. Herr von der Gröben sind Sie, das ist interessant. Sind Sie Schauspieler? Ja. Ja, dann wollen wir beide mal eine kleine Szene lesen. Was meinen Sie, Herr von der Gröben? Sind Sie der Sohn von der Ulrike? Ja. Das ist eine ganz dicke Freundin von mir. Wusste ich gar nicht, dass sie Kinder hat. Guck mal, was, also, so, Herr von der Gröben, wenn Sie vielleicht auch mal aufstehen. Auch wir beide spielen eine Szene. Sie haben es natürlich hier mit einem gestandenen Profi zu tun. Und der hat seinen Text drauf. Sie lesen dann weiter. Moment. Sekunde, sind Sie nervös? Ich auch. So, dann schauen wir mal. Hier ist der Text. Also. So red will ich's im Rahmen halten. Das kann ich ja zumindest entziffern. Das schöne Opfer unserer Zwistigkeit. Und dann lesen Sie doch bitte weiter. Der gelbe Text. Okay. Kommt offenbar mit ferner was verborgen? Wer kriegt den goldenen Kameranachwuchspreis? Es ist ein Mann, den alle mögen. Der Mann, der heißt...
Max von der Grüben. Herzlichen Glückwunsch! Und wir schauen uns an, was der Max alles geleistet hat bisher. Der Nachwuchspreis der Goldenen Kamera geht an Max von der Grüben. Herzlichen Glückwunsch, Max. Ja, vielen Dank. Du hast ja am Anfang gesagt, dass es hier 15 Grad wärmer ist als letztes Jahr. Bei mir sind jetzt gerade, glaube ich, nochmal 15 mindestens draufgekommen. Ja, also das ist eine Überraschung. Also ich wusste von gar nichts. Ich bin eigentlich nur in Begleitung. Und ja, dann wurde ich eben gefragt, wie ist es eigentlich so, kannst du vor ein paar Leuten sprechen, so ganz spontan? Und so, ja, ja, ist kein Ding. Ja, und dann steht man hier so. Ja, also ich muss vielen Leuten, glaube ich, danken, aber das Ding ist, ich hatte ja von keine Ahnung, das heißt, ich konnte mich auch nicht vorbereiten, deshalb mache ich das jetzt einfach mal ein bisschen kürzer und knapper. Also an erster Stelle möchte ich auf jeden Fall meinen Eltern danken, einfach, ja, danke, Mama und Papa. Und auch meiner Schwester, weil auch bei jedem Casting übt die immer mit mir und gibt mir auch noch Tipps und ja, dann möchte ich auf jeden Fall meiner Agentin Maria Schwarz danken, weil ohne die wäre das alles sowieso nicht möglich. Ja, dann möchte ich auch den Mitarbeitern von beiden Filmen danken, beiden Regisseuren, Marc-Andreas Burchardt für Inklusion und Nikolai Rode beim Polizeiruf. Und ach, ich glaube, also ich könnte noch sehr vielen Leuten danken, aber wird jetzt auch spät. Ja, und jetzt habe ich auch noch einen dicken Grund zu feiern und ja, das werde ich dann jetzt auch, glaube ich, dann auch heute noch tun. Vielen, vielen Dank. Danke. Max, bleib bitte bei mir. Denn in diesem Jahr stellt Mercedes-Benz den Nachwuchspreis, der unter anderem eine dreiwöchige Sommerschool im renommierten Lee Strasberg Theater und Film Institute in New York inklusive Anreise und Übernachtung beinhaltet. Das ist für dich, sowie eine weitere Überraschung. Lieber Gewinner einer Mercedes A-Klasse, denn du hast jetzt eine Mercedes A-Klasse gewonnen. Die ist gesponsert worden. Das ist dein Auto. Da. Ist kein Scherz, ist dein Auto. Ja. Vielen, 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 vielen Dank. Hast du einen Führerschein? Jetzt kommt's. Ich habe noch keinen Führerschein. Und ich glaube, ich hatte vor 3 Jahren oder so, als ich 18 wurde, von meinen Eltern einen Gutschein bekommen zum Geburtstag. Ja, Max, wir bezahlen dir den Führerschein. Und ja, ich habe dann hier auch angefangen und mich hier eingeschrieben und hatte auch Fahrstunde und alles und ja und so weiter. Und ich habe ihn jetzt aber immer noch nicht. Und dann kamen meine Eltern und haben mir irgendwann Anfang des Jahres oder so gesagt, Max, du hattest ja diesen Gutschein und wir setzen jetzt eine Deadline. Im Januar musst du mindestens wieder eingestiegen sein. Ja, habe ich jetzt nicht gemacht. Aber ein Auto habe ich schon mal. Das ist dann vielleicht sowas wie ein kleiner Ansporn. Ja, dann vielen Dank.